Morgen, Franz. Morgen, Frau Doktor. Wird ein schöner Tag heute. Da drüben im Filterbusch nistet ein Amselpärchen. Wo denn? Da, sehen Sie es? Ja, süß. Ja, ich bring da noch den Rasen in Ordnung und das Rosenbeet. Sonst noch was? Du machst es schon, Franz. Ja? Bis dann, tschüss. Schönen Tag, Frau Doktor. Ich glaub's nicht. Hallo, Dr. Wilke. Heike. Sieht ja hier ganz anders aus als auf den Bildern, die mir Dad geschickt hat. Wo steckt Big Doc? Na wo, schon in der Klinik. Hey, du mit den roten Haaren. Das ist der Franz. Hallo, Franz. Hallo. Kannst du die Sachen vor die Tür stellen? Ich bin die Tochter. Ehemalige Tochter oder so. Ich würde ein paar Tage bleiben. Hab momentan null Bock auf Amerika. Ich muss ein Stück von mir selber wiederfinden. Stört sich, dass ich da bin? Warum soll es mich stören, dass du deinen Vater besuchen kommst? Naja. Pass auf, ich muss in die Praxis. Hier ist der Schlüssel. Nimm das Zimmer gleich oben rechts. Das ist für Gäste. Im Kühlschrank findest du alles, was du brauchst. Fühl dich ganz wie zu Hause, ja? Bis heute Abend. Tschüss. Wieder schon, Frau Doktor. Stiefmütter sind echt nervig, was? Ja, mei. Ich hab keine. Was soll ich sagen? Nichts. Oben rechts hat sie gesagt. So, das ist Bettina. Frau Thiemig. Grüß Gott. Kein Stück von Vorsorge bis jetzt. Sie weiß nicht mal, wie man hechelt. Und dabei ist es in Kürze soweit. Ja, ich hab halt gedacht, das ist was Natürliches. Meine Mutter hat auch gesagt, das ist was ganz Natürliches. Man kann es halt eben. Ja, alles nicht. Es gibt sogar Babys, denen muss man noch das Schreien beibringen. Echt? Echt. So, jetzt sehen wir es uns erstmal im Ultraschall an. Jesus. Und das schadet ihm auch nicht. Nein, es schadet ihm nicht. Oder ihr? Lieber ihr. Na, das werden wir gleich wissen. Knöpfen Sie mal Ihr Kleidchen auf. Sie brauchen sich nicht zu schämen. Ich habe schon eine ganze Menge Bäuche gesehen. Jesus, Sie machen das mit dem Schall und dann wissen Sie, was es ist. Sag mal, bist du gegen eine Schraube gelaufen? Gina. Ich frage mich, wie sie zu dem da gekommen ist, wenn sie nicht mal das Primitivste weiß. Verantwortung für ein Kind fängt im Mutterleib an. Das haben Sie schön gesagt. Verscheißern kann ich mich allein, Doc. Und da ist noch etwas. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es ist eine Beckenendlage. Das haben Sie einfach so festgestellt? Ich sagte ja, sicher bin ich mir nicht. Wow, ist das kitschig hier. Absolut spitzenmäßig unbewohnbar. Also ich find's gemütlich. Ja, was die Bayern unter gemütlich verstehen. Holzgeschnitzte Ohren und lederne Schuhplattler. Sie müssen's ja wissen, dort in Amerika. Sie, sagt er. Was treibst du hier eigentlich? Ich besorge einen Garten. Ich werde Gartenarchitekt. Machst du Bodybuilding? Was? Ja, ein bisschen. Ein Kumpel von mir, der geht da regelmäßig hin und ja, bin ich halt mal mit. Warum entschuldigst du dich? Weiß ich nicht. Weil ich es eigentlich blöd finde. Ich find's gut. Ja, klar. Was denn sonst? Sag mal, willst du das alles so rumliegen lassen? Das ist das Wohnzimmer. Oh, Jesus. Ein Ordnungsfimmel hat er auch noch. Ich habe noch im Garten zu tun. Und außerdem, was geht's mich an? Sie beherrschen noch die Leopoldschen Handgriffe. Respekt, Gina. Sie hatten recht. Beckenendlage. Was heißt das? Beckenendlage? Das heißt, ach, Gina, Sie sind doch die Expertin. Erklären Sie es. Naja, das ist nichts Schlimmes. Also, normalerweise drehen sich die meisten Babys in der zweiten Schwangerschaftshälfte in die Normallage. Das heißt, Kopf voraus zum Ausgang. Der Kopf kommt zuerst, verstehst du? Bei dir ist es halt ein bisschen anders. Was denn anders? Ja, andersrum. Andersrum? Mein Gott, kommst du aus dem Wald oder was? Deiner ist faul, er hat sich eben nicht gedreht. Jetzt will er mit dem Po zuerst auf die Welt kommen. Ist nicht besonders höflich von ihm. Nee, das ist nichts Schlimmes. Nur etwas komplizierter. Sie brauchen keine Angst zu haben. Was war denn keine Angst? Ich habe Angst. Verkehrt herum, das ist Steißlage, sagt meine Mutter. Ich bin ein Steißlagenkind. Meine Mutter haben es aufgeschnitten damals in der letzten Minute. Sonst bloß kein Steißlagenkind wird, sagt meine Mutter. Und jetzt ist es uns. Frau Thiemig, es besteht kein Grund, sich aufzuregen.
Mich wollen's auch aufschneiden, gell? Davon kann doch gar nicht die Rede sein. Der Oberarzt ist kein Freund von Kaiserschnitt. Er wird es schon anders hinkriegen. Kann man's denn nicht drehen? Also, rumdrehen? Man könnte schon. Aber so einfach ist es nun auch wieder nicht. Ich hätte eine Idee. Ich könnte es mit Moxa versuchen. Die Moxa-Therapie? Und China, hören Sie auf. Was ist ja noch schon wieder das? Das ist die sanfte Wende. Also Moxibustion, das heißt, den Faulpelz da drin zum Umdrehen bewegen. Gelernt habe ich's, aber gemacht habe ich's noch nie. Das ist doch das mit den Beifußzigarren, oder? Naja. Probieren könnte man's. Das schadet auch nicht? Absolut nicht. Weder ihm noch Ihnen. Das Einzige, was uns passieren kann, ist, dass es nichts nützt. Entschuldigen Sie, Herr Oberarzt, aber Ihre Frau, Dr. Wilke, hat schon zweimal angerufen und es gibt eine Überraschung. Überraschung? Danke, Therese. Ich rufe Sie gleich zurück, aber jetzt hole ich erst mein Zigarren. Was heute? Zigarren? Ja. Hey, willst du nicht abschließen? Nein, Mr. Oberlehrer, bei uns schließt man nichts ab. Alles ehrliche Leute dort. Haha, vielleicht gibt's auch nichts zu holen. Alles arme Leute dort. Zur Klinik rechts rum oder links rum? Rechts. So, jetzt kann's losgehen. Vorsicht, Sie bleiben doch dabei, Doc. Wenn Sie wollen. Wissen Sie was, Herr Doktor? Für mich sieht das eher wie ein Hokuspokus aus, gell? Wir Menschen machen das schon seit Jahrtausenden so. Leider sind wir etwas vergesslich. Und? Was wollen Sie jetzt für mir sehen? Den kleinen Zeh. Was? Den Zeh. Den kleinen, egal welchen. Herr Doktor. Ja, das hat schon seine Richtigkeit. Geben Sie her den Schuh. Räucherkerzen. Was wollten die mit Räucherkerzen? Die ist ja übergeschnappt. Herr Doktor! Das ist eine uralte Methode der Chinesen. Man nimmt Beifußkraut, entzündet es und reizt damit einen ganz bestimmten Punkt am kleinen Zeh. Das ist wie bei der Akupunktur. Es tut nicht weh. Es wird nur ein bisschen warm. So ein Quatsch. Was hat denn das mit meinem verkehrt liegenden Baby zu tun? Na, zudem gibt's von hier aus eine Verbindung. Ja? Spürst du schon was? Warum? Ziemlich warm. Je, das kann ich kaum erzählen, die halten mich für narrisch. Martin? Dorothy, entschuldige, ich konnte dich nicht erreichen. Was sagst du? Willst du mir was schon beibringen? Boah, Fräulein, das geht jetzt nicht, als Patientin. Du brauchst mir nichts mehr schon beizubringen. Markus? Hallo, Markus! Hey! Aufgelegt. Schlechte Nachrichten? Nein, nein, alles in Ordnung. Der nächste, bitte. Na, dann kommt mal rein, ihr drei. Jetzt seid ihr dran. Ja, hoppla, wie siehst du denn aus? Hey, hey, hol mir nicht den Kittel nass. Ich hab's nicht aufhalten können. Ist schon gut, Therese, das ist nur meine verloren gegangene verrückte Tochter aus Amerika. Ist ja gut. Hätte ja sein können, dass ich dich nicht wiedererkenne. Naja, du hast dich Gottlob nicht allzu sehr verändert. Soll ich das jetzt als Kompliment auffassen? Ach, Pa. Doc, Ja, ja, schon gut. Geh mal 5 Minuten in die Cafeteria, wir sind mitten in einer Behandlung. Was riecht denn hier so komisch? Dröhnt ihr euch mit Stoff zu? Therese, würden Sie mich wenigstens 5 Minuten von dieser Nervensäge befreien? Die Frau. Raus mit dir! Geh mal in die Cafeteria. Komm, ich freue mich, Martin. Ja. Ah, da bist du ja. Du musst nicht weinen, Roswitha. Es ist verrückt, nicht?
Da draußen, da bleibt jetzt alles so, wie es war, als ich es zum letzten Mal sah. Aber es hat sich verändert, nicht wahr? Nicht viel. Wie geht's denn unserem Sohn? Hm? Gut. Was meinst du? Ob er meine Hand spürt? Bestimmt. Sie spüren alles, was um sie herum passiert. Sie fühlen, sie hören. Sie merken, ob man sich auf sie freut. Bestimmt merkt er, dass es die Hand seines Vaters ist. Das wäre nicht schlecht. Was denkst du? Schaffe ich es? Du schaffst es, Anton. Wir schaffen es. Dieser See, diese Berge, das ist der absolute Kick. Weißt du, was es sowas wie Heimat gibt? Natürlich. Nein, du kannst es gar nicht wissen. Weil du nie lang genug weg warst, um es wirklich zu fühlen. Aber ich... Ist das schön hier. Warum kommst du nicht einfach zurück? Ich weiß es nicht. Hast du Sorgen? Ich möchte so gern wissen, wie es in mir aussieht. Aber ich finde den Weg nicht. Schon verrückt. Ich fange an, Psychologie zu studieren. Andere Menschen werden ja irgendwann ihre Seele auf die Couch legen. Und ich kenne mich selber nicht. Das ist doch irre. Und deine Mutter? Marlene verkauft ihre Bilder. Immer im Mittelpunkt. Immer hektisch. Naja, halt so. Weißt du, was schlimm ist? Dass irgendwann die Kindheit zu Ende ist und man hat es nicht gemerkt. Vielleicht bin ich deshalb hergekommen. Na, Gina? Es hat nicht funktioniert. Dr. Böckler hat es mit Ultraschall nachgeprüft. Keine Veränderung in der Lage. Er hat sich halb tot gelacht. Entweder der Kerl ist wirklich zu faul oder ich habe es falsch gemacht. Nein, nein, Sie haben alles richtig gemacht. Mal klappt es und mal klappt es nicht. So nichts Schlimmes. Geh nur. Ist alles wie früher. Hm. Ich bleib noch ein bisschen hier und dann erkunde ich den Ort. Okay. Was ist los mit euch? Petersilie verhagelt? Aha, sehr witzig. Wir haben ein kleines Problem mit deiner Beckenentlage. Aha. Die wollten wir mit der Moxa-Therapie in den Griff kriegen. Und, was habt ihr angewendet? Beifußkegel oder Zigarren? Zigarren, das riecht man doch. Und, warum habt ihr das nicht mit Haptonomie probiert? Ja, das ist eine sehr gute Idee. Ist die Patientin noch in der Klinik? Sie kommt morgen wieder, hat sie gesagt. Wenn normale Ärzte da sind. Naja, ich kann es ja mal probieren. Viel Spaß. Diese Waldschnepfe hat überhaupt keine Einstellung dazu. Werden wir ja sehen. Bei Ihnen wird es schon klappen. Bei Ihnen klappt ja alles. Naja, ihr werdet euch schon noch zusammenraufen. John, you must understand it. John, please. No, I can't come back now. I'm sorry. Sie haben nicht mehr damit gerechnet, nicht wahr? Naja, nach alledem. Es tut mir wirklich sehr leid, Frau Doktor. Allen im Ort hier tut es leid und da dachte ich... Schon gut, Frau Barner. Sie müssen es wirklich nicht nehmen. Vielleicht gefällt es Ihnen ja gar nicht mehr. Ich probiere es an. Du machst einen ausgeglichenen Eindruck. Ist etwa dieser Dr. Lessig daran schuld? Vielleicht. Und? Na, nischt und. Verbranntes Kind scheut die Ofentür. Man verbrennt sich nicht an jeder Ofentür. Ich habe eine Neuigkeit für dich. Mhm. Heinke ist da. Was? Heinke ist da? Ja, so ging's mir auch.
Na, red schon, wie geht's ihr? Was macht sie? Frag sie selber. Komm vorbei. Ich glaube, sie ist ziemlich durcheinander. Aha. Liebeskummer. Wenn Mädchen in dem Alter durcheinander sind, haben sie Liebeskummer. Sie sagt, sie sucht nach sich selbst. Ist ganz typisch für Liebeskummer. Sowas. Heinke. Ist schon komisch, wenn die Vergangenheit plötzlich vor einem steht, was? Naja. Ich denke gerne an Berlin. War doch irgendwie eine schöne Zeit, oder? Ich komme in den nächsten Tagen vorbei. Bestimmt. Ja, was meinen Sie? Ich habe es Ihnen schon damals gesagt. Wie vom Designer für Sie entworfen. Sie erinnern sich an unsere Wette, ja? Es war an diesem Tag, nicht wahr? Nehmen Sie es nicht. Doch. Und ich werde jedes Mal daran denken, wenn ich es trage. Und ich werde daran denken, dass ich damit fertig geworden bin. Ich behalte es gleich an. No, no, it's not my fault. I prefer to be alone next time. No, John, I don't feel like it. You must realize, I'm in Germany now. Don't worry, boy. Bye. Hallo. Hallo. Entschuldige, ich muss mit ihm sprechen. Der bringt's fertig und fängt sich sonst auf. Hast du schon Feierabend? Mhm. Gemeinsamer Feierabend. Wir hatten kaum gemeinsames Frühstück, gerade mal am Wochenende. Wir haben es eben anders versucht. Man lernt dazu im Leben. Wie hast du das nur geschafft mit Dad? Ich nehme dir nichts weg, wenn du das meinst. Was hast du schon in Berlin getan? Was willst du? Unfrieden stiften. Wozu? Du bist doch am Zuge. Ist das Kostüm neu? Total out. So was trägt man hier? In deinem Alter noch nicht. Ich glaube, ich gehe jetzt mal meinen Papa begrüßen. Hi, Dad. Hi. Na, wie war dein Tag? Ganz gut. Ich musste John nur ein paar Stützpfeiler für seine Seele einziehen. John? Ex-Lover. Oder auch nicht. So ganz habe ich das nicht durchgecheckt. Hey, machen wir uns einen verrückten Abend? Ja, machen wir uns einen verrückten Abend. Hallo? Heinke hat mir schon gesagt, dass du da bist. Was ist das? Du siehst großartig aus. Nein, sehe ich nicht. Und ich fühle mich auch nicht so. Sorry. Das werde ich in euer wohlgeordnetes Wohnsystem. Ich richte mich oben ein, ja? Ist es wegen Heinke? Schick sie weg. Bitte. Dorothy. Ich weiß. Sie ist deine Tochter, ja. Ich würde ja auch ein paar Tage zu meinen Eltern fahren, aber ich kann die Praxis nicht einfach schließen. Ist was passiert? Sie begreift nicht, dass es bei uns anders ist. Sie betrachtet mich als ihre Feindin. Ach was? Ich spüre das. Das redest du dir ein. Sie spielt ein bisschen verrückte Amerikanerin. Sie weiß einfach nichts mit sich anzufangen. Aber Feindin. Ich bin noch nicht so stabil, Markus. Es wird nicht gut gehen, glaub mir das. Oh ja, die Liebe überwindet alles. Hey, wollen wir heute ein Barbecue machen? Oder wirft ihr eure Pläne durcheinander? Komm mal mit raus. Markus, bitte. Ich muss mit dir reden. Begreifst du jetzt, was hinter uns liegt? Was sie durchgemacht hat? Und du benimmst dich wie eine eifersüchtige, frustrierte Jungfer. Dad, ich hab das doch nicht gewusst. Weißt du, was es mir bedeutet? Alles. Einfach alles. Ohne sie hätte ich es nicht nochmal geschafft. Ja, ja. Ich wünschte, du hättest mal so von Mom gesprochen. Oder von mir. Wir hätten auch alles für dich getan. Aber uns hast du nicht gebraucht. Du hattest deine Arbeit, deine Praxis. Jede deiner Patientinnen war wichtiger als wir. Ist doch nicht wahr. Warum geht jetzt, was vorher nicht möglich war? Warum mussten wir das büßen? Willst du mir die ganze Schuld zuschieben? Wo war denn euer Verständnis, als ich es brauchte? Mit wem konnte ich reden, wenn ich Probleme hatte?
Und dann die Sache mit Björn. Du scheinst vergessen zu haben, dass deine Mutter mit dem besten Freund deines Vaters ins Bett gestiegen ist. Hör auf! Sag mal, was willst du eigentlich? Alte Geschichten aufrechnen? Ist ein für alle Mal vorbei, Heike. Für dich ja. Du hast deinen Neuanfang gefunden. Na, ihr doch wohl auch. Von wegen. Mama Marlene lebt ein Leben, mit dem sie nicht zurechtkommt. Sie spielt das alles nur. Und ich weiß gar nichts. Am liebsten möchte ich gar nicht anfangen mit dem Erwachsenenleben. Heike. Vergiss es. It's all the same to me. Ich wünschte, ich hätte das alles nicht gesagt. Ich hab's auch nicht so gemeint, entschuldige. Ist schon gut. Es genügt dir nicht, stimmt's? Okay, nochmal. Ich hab's nicht gewusst. Aber ich bin auch nicht schuld dran. Was willst du? Soll ich mich auf die Knie werfen? Lass den Unsinn. Ich könnte morgen schon wieder fliegen. Das wäre doch am liebsten, nicht? Aber ich möchte nicht. Ich habe in diesem Haus einen Vater, auf den ich ein gewisses Anrecht habe. Oder vielleicht nicht. Nimm dir von ihm, was du willst. Du meinst, was du mir übrig gelassen hast? Eine Hand vielleicht? Ein Dutzend gute väterliche Ratschläge? Hör mal zu, mein Mädchen. Wir werden sicherlich keine Freundin werden, aber solange du in diesem Haus wohnst, verlange ich, dass hier Frieden herrscht. Freundlichkeit, wenn du weißt, was das ist. Einverstanden so? Okay. Einverstanden. Boss. Morgen, Herr Doktor. Ja, guten Morgen, Franz. Ach, Franz. Ich bin in nächster Zeit ziemlich beschäftigt. Vorträge, Hausbesuche und so weiter. Meine Tochter, sie steht ein bisschen verloren in der Gegend herum und weiß einfach nichts mit sich anzufangen. Sie verstehen? Ja, sie hätte sich vorher anmelden sollen. Können Sie ihr nicht die Umgebung zeigen oder so? Fremdenführer, super. Naja, Ihnen wird doch was einfallen. Einfallen wird mir einiges, wenn es nicht gerade sie wäre. Aber entweder wird sie mich erschlagen oder ich sie. Na bitte, das ist doch schon mal eine Verständigungsbasis. Im Ernst, Franz, würden Sie es machen? Weil Sie sind, Herr Doktor, aber nur deshalb. Für die Unkosten komme ich auf. Sie brauchen nicht zu sparen. Aber ich garantiere für nichts. Danke. Und viel Glück. Ah, my guide arrived just now. No, no, John. That will do. Bye. John? John. Hast du gut geschlafen? Dass man in der ersten Nacht in einem fremden Haus träumt, geht in Erfüllung. Ich habe nichts geträumt. Der Franz ist ein netter Kerl. Schikanier ihn nicht so. Er ist wie ein Wurzelknochen. Naja, ich werde ihn mir schon zurechthacken. Davon bin ich überzeugt. Eigentlich können mir alle Kerle gestohlen bleiben. Ich will dir sagen, warum ich nichts geträumt habe. Ich habe die ganze Nacht über uns nachgedacht. Aber ich bin zu keinem Ergebnis gekommen. Ciao. Ciao. Es ist schrecklich, das mit ansehen zu müssen, aber er will nicht ins Krankenhaus, solange der Junge nicht geboren ist. Nach den Augen kommen die Arme, meint der Professor aus München. Als nächstes sind die Arme dran. Und die Sprache. Und wie geht es Ihnen? Wer denkt dabei schon an sich selbst? Ich hoffe nur, der Kleine spürt nichts. Er spürt es nur, wenn Sie nicht stark genug sind. Ich bin ja stark. Ich will ja stark sein, das ist nur... Das ist mir so schwer. Ich wollte eh mit Ihnen sprechen, Herr Doktor. Wenn es soweit ist, dann muss ich doch ins Krankenhaus. Und er ist hier zu Hause. Und da dachte ich... Ich verstehe schon. Ich will mein Baby hier bekommen. Und ich möchte, dass er dabei ist. Gut. Ich werde mit der Hebamme sprechen. Und Sie? Ich werde auch da sein, wenn Sie wollen. Es ist bald soweit. Ich spür's. Sie wissen doch... Das Leben muss das Rennen gewinnen. Bettina! Ich habe ihm gut zugeredet, er soll sich drehen, aber der versteht es einfach nicht. Und jetzt geht es nicht mehr lang, das weiß ich. Ja, aber du musst doch wenigstens ungefähr den Termin wissen, du Nuss. Ja, den kenne ich nicht. Bettina, Boxertherapie null und sie sieht mir aus, als könnte sie gleich hier bleiben. Ich bin Henriette, auch eine Hebamme. Wann ist denn der Termin?
Das ist es ja. Sie weiß es nicht. Aha. Na, dann kommen Sie mal mit. Gina, wir nehmen den Kreissaal. Im Moment ist sowieso keiner da. Was denn? Sie wollen es tatsächlich noch mal versuchen? Ich? Nee, du. Du wirst es versuchen. Du hast es angefangen, also bringst du es auch zu Ende. Aber nach einer anderen Methode. Na, nicht noch mal so was Komisches, bitte. Sie ist nicht von hier. Zu Besuch aus Amerika. Ah, Amerika? Mhm. Warum trägst du eigentlich keine Seppelhosen, Franzl? Weil ich es idiotisch finde, mittelalterlich. Und außerdem bin ich nicht der Franzl, okay? Okay, Franzl. Bin gleich so weit. Ah, Hilfe. Es gibt viele Damen, die Trachtenhosen tragen. Mhm. Nun ja, sagen wir mal im Urlaub. Hm? Sie wollen in die Landschaft passen. Ja, ich möchte auch in die Landschaft passen. Na? Es ist, wie soll ich sagen, umwerfend. Nonsens. Es ist sexy. Spitzenmäßig sexy. Leder. Das auch. So gehe ich mit dir nicht auf die Straße, nicht einen Meter. Ich nehme sie. Zahlst du bitte, Dani? Ich kann die Rechnung auch dem Herrn Vater ins Haus schicken. Nein. Sehr großzügig von dir. Danke, Darling. Und jetzt gehen wir dir was Schönes kaufen. Du musst, du bist engagiert. So, damit versuchen wir es jetzt. Mit einer Taschenlampe? Mit der Taschenlampe. Ja, mit einer Taschenlampe. Ja, Herrgott, verlass mich nicht. Das ist eine ziemlich starke Taschenlampe. Und der Strahl dringt gebündelt durch die Bauchdecke bis zu ihm vor. Also, es ist doch ein Junge, oder? Ja, der Doktor hat es jedenfalls gesagt. Schön. Und nun verlassen wir uns auf seine Neugier. Neugierig soll er sein? Ja, klar. Ist ja schon ein richtiger kleiner Mann. Und was denken Sie, wie neugierig die Männer sind? Also, er nimmt den Lichtstrahl wahr und versucht, ihm zu folgen. Dazu muss er sich aber drehen. Wir locken ihn so in die richtige Richtung, klar? Und wenn er nicht neugierig ist? In 60% der Fälle klappt es. Ja, hoffentlich. Also los, Gina, fang an. Was denn ich? Na klar, anatomisch weißt du Bescheid, du weißt, wie er liegt und du weißt, wo er hin muss. Also zum Kuckuck, fang schon an. Sie werden doch nicht etwa, ich meine, du wirst doch nicht etwa gehen. Ja, warum nicht? Jetzt sind wir schon zwei, die Angst haben. Geht in Ordnung, Herr Doktor. Ich mache das sofort. Danke. Noch 5 Minuten. Und dann wissen wir, ob Sie heute noch einen Kaiserschnitt auf dem Programm haben oder nicht. Wie bitte? Unsere Gina macht gerade eine sanfte Wende. Ach, sagen Sie bloß, es ist wieder irgendeine Moxibustionssache. Nein, diesmal versucht sie die Drehung mit Licht. Ah, mit Licht. Sehr wirkungsvoll. Henriette, ich würde Sie wirklich höflichst bitten, in Zukunft diese Mätzchen zu unterlassen. Unsere Klinik hat einen Namen zu verlieren. Oder zu gewinnen. Es steht ja immerhin 60 zu 40. Vielleicht warten wir das Ergebnis erst mal ab. Bringen Sie die Patientin bitte in den Behandlungsraum. Ganz Bayern besteht aus blöden Bergen, was? Wir sind stolz auf unsere Berge und auf unsere Muskeln und auf unsere Ausdauer. Ich hab Durst. Den Rest hast du vor einer Viertelstunde getrunken. Ich hab nichts mehr. Na klasse. Ich werde verdursten. Aus. Vorbei. Hey, du. Lass mich in Ruhe. Ich bin tot. Ja, ich wollte nur sagen, also ich meine. Was denn? Ja, eben, dass du recht hattest vorhin. Mit dem Sexy und so. Total sexy. Das sagst du mir jetzt. Nach der ganzen Schinderei. Zwischen Geröll und Ameisen. Jetzt, wo ich nur noch Watte in den Knochen hab. Wo ich einen Platten in der Birne hab. Ach, du hast ja so einen Knall. Tja. Was soll ich sagen? Das kann ja Zufall sein, aber es hat sich gedreht. Schädellage. Hey, Waldschnepfe, du hast Glück gehabt, du wirst nicht aufgeschnitten. Es hat geklappt, er war neugierig. Neugierig? Wieso neugierig? Er wollte sehen, wohin der Lichtpunkt wandert. Ich habe ihn, also wir haben ihn überlistet. Ich glaube das immer noch nicht, dass das geklappt hat.
Was ist jetzt mit mir? Sie bleiben hier. Vielleicht wird durch die Drehung alles ein bisschen beschleunigt. Wer hat heute Nachtdienst? Dr. Lessig und ich. Dann fällt es ja wohl Ihnen zu. Viel Glück. Ach, Gina, würdest du mir einen Gefallen tun und meine Schicht übernehmen? Ich? Ich hab dir doch gesagt, was man beginnt, sollte man auch zu Ende bringen. Ja, ich hab auch was vor. Also? Natürlich. Sicher, selbstverständlich. Ich bleibe, ja. Wie siehst du denn aus? Ich will den Kerl nie wiedersehen. Was denn, den Franz? Euer Franz ist ein Ungeheuer. Ich musste erst den Himalaya besteigen und danach den Mount Everest. Er hat mich nicht nur körperlich gequält, sondern auch seelisch. Naja, lacht ihr nur. Hast du toll hingekriegt, Pa. Das werde ich dir nie vergessen. Ich will ins Bett, nur ins Bett. Aber es gibt Bratkartoffeln nach Art des Hauses, hä? Ich schlaf beim Kauen ein. Nie will ich den wiedersehen. Niemals. Ich bring dich ins Bett. Das ist alles ganz natürlich, hat Mama gesagt. Aber dass das so weh tut, das hat sie nicht gesagt. Sie konnte es ja auch nicht wissen. Sie hatte doch den Kaiserschnitt, hast du gesagt. Schön tief atmen. In den Bauch hineinatmen. Ja, mehr. Mei, das tut so weh. Es ist bald vorbei. Ja, da tut sich schon was. Los, hecheln. Jetzt kannst du hecheln. Ja, so ist's gut. Oder sie wieder umdraht hat. Schau auf. Auf Ideen kommst du. Mei, das geht schon wieder los. Jetzt kannst du pressen. Pressen. Mehr. Mehr. Oh, du kannst ganz beruhigt sein. Er kommt mit dem Kopf zuerst. Pressen, weiter pressen. Oh, hör auf zu schreien. Du schreist mir die ganze Station zusammen. Oh, du hast es geschafft. Was sagst du dazu? Das ist... Was denkst du, was ich hier habe? Ein Stoffhund oder was? Sein Vater ist ein Hähner. Nächste Woche kommt er wieder. Weißt du, was ich ihm als erstes schenke? Ein Taschenlampen. Hast du auch Kinder? Nein, das hat sich bis jetzt leider nicht ergeben. Zu spät. Es ist alles schon erledigt. Ein Prachtbursche. Halb Italiener. Ah, buongiorno. Und neugierig. Neugierig, kann ich Ihnen sagen. Holen Sie mal die Kinder erst und ich werde mich um unsere junge Mutter kümmern. Wie fühlen Sie sich? Leichter. Viel leichter. Das glaube ich nicht. So, dann wollen wir Sie mal untersuchen. Es dauert nicht lange. Alles nur Routine. Danach wird aber ein bisschen geschlafen. Na? Sie schläft. Meine Tochter sprachlos. Das hat sie ja noch nie gegeben. Sie wird es dem Franz morgen schon heimzahlen. Darauf kannst du dich verlassen. Ein Machtkampf? Man kann es auch Liebe nennen. Liebe? Na, hör mal. Ist ja wohl ein bisschen übertrieben. Das glaubst du ja wohl selbst nicht. Sie liebt doch diesen John aus Iowa, diesen Telefonterroristen. Na bitte. Hello, John? No, she's already asleep. I'm sorry. You call tomorrow again? Thank you. 80% deiner Zeit verbringst du mit Frauen und hast immer noch keine Ahnung von ihnen. Gina, was machen Sie denn hier? Ist was passiert? Nein, Doc. Das ist mehr ein privater Besuch. Es ist alles ganz ruhig auf der Station. Gina, Sie sind verrückt. Was tun Sie denn da? Warum machen Sie das? Na ja, weil ich mich freue.
Und weil ich möchte, dass ein anderer sich mit mir freut. Das mit Bettina, das war wie ein Adrenalinstoß. Ich hab's allein zu Ende gebracht. Verstehen Sie? Ich ganz allein. Ja, naja, natürlich verstehe ich das. Es ist ja nur, wir sollten vielleicht... Zum Wohl. Hm? Also gut. Zum Wohl. Auf Ihren Erfolg. Hm? Ich mache es ein bisschen nicht. Ach, wieso denn? Ist doch viel gemütlicher so. Aber wenn jemand hereinkommt... Das stört mich nicht. Aber mich vielleicht. Wissen Sie, was man sagen wird? Natürlich. Aber das würde mich auch nicht stören. Gina, bitte seien Sie doch vernünftig. Das bringt doch nichts. Und wieso nicht? Ich weiß nicht, was Sie sich denken, aber wenn Sie denken, was ich denke, dass Sie denken, das ist unmöglich. Nichts ist unmöglich. Finden Sie mich denn so uninteressant? Was? Nein, nein, um Gottes Willen. Ich finde Sie sogar, wie soll ich sagen, besonders anziehend. Hm? Attraktiv. Sexy? Das hören Sie auf. Ja, sicher. Auch das. Und wo liegt dann das Problem? Das Problem liegt darin, dass ich kein Problem haben möchte. Aber schön finden Sie es doch, nicht wahr? Gina, Sie verrennen sich da in irgendetwas. Ich bin gut 20 Jahre älter als Sie. Das macht mir nichts. Ich mag ältere Männer. Und schlafen Sie schnell ein. Für die junge Mutter klingelt der Wecker früh. Gute Nacht, Bettina. Männer wie Sie sind so sicher, so selbstbewusst. Sie wissen immer genau, was Sie wollen. Ich habe nie jemanden gehabt, bei dem ich mich geborgen fühlen konnte. Nein, nein. Schluss jetzt, Gina, Schluss. Bitte sehr. Feigling. Hm. Oh, Henriette, was machst du denn hier? Das mit der Bettina hat mir keine Ruhe gelassen, da wollte ich noch mal... Ist was? Wie siehst denn du aus? Was soll denn sein? Wieso sehe ich aus? Ja. Oh nein. Henriette, es ist nicht so, wie du denkst. So. Was denke ich denn? Also, wenn du denkst, was ich denke, dass du jetzt denkst, dann denkst du ganz sicher... Das Falsche. Guten Abend, Henriette. Guten Abend, Gina. Henriette, bitte, lass dich. Du musst mir nichts erklären, wirklich nicht. Ich weiß ja, wie das ist in der Nachtschicht. Man kommt nicht zum Schlafen, nicht? Gute Nacht. John aus Iowa hat gestern noch zweimal angerufen. Oh, shit. Und was habt ihr ihm gesagt? Dass du den Himalaya bestiegen hast, was sonst? Und was ist, wenn er sich wieder meldet? Dann sag ihm, dass ich immer noch da bin. Am Himalaya oder wo auch immer. Ich kann jetzt einfach nicht mit ihm sprechen. Kannst du mir sagen, was mit mir los ist? Ja, das könnte ich schon, aber da musst du schon selbst dahinter kommen. Außerdem will ich mich mit ihm nicht anlegen. Da draußen sitzt einer und wartet. Eike! Keine Sorge, ich habe ihm gesagt, du willst ihn nicht wiedersehen. Bist du verrückt? Hi. Hi. Ich dachte, ich meine, wir lassen es heute ein bisschen ruhiger angehen. Es tut mir leid wegen gestern. Ah ja? Warum hast du heute deine Krachleder denn nicht an? Weil ich sie albern finde, weil heute Sonntag ist und weil es Leute gibt, die einen sonst wie anstarren. Aha. Wie sonst wie? Naja, so. Oh, Mist, verdammter. Was war's denn? Ich weiß nicht, was im Auge, eine Fliege oder so, ein bayerisches Insekt. Franz, mhm. Könnte es sein, dass du mich eben geküsst hast? Wie soll ich jetzt sagen? Sag nichts. Na komm schon. Oh Jesus.
muss man euch Bayern denn alles erst beibringen? Armer John. Ich sag ihm jedenfalls nichts, wenn er anruft. Na los, geh ran. Dein Englisch ist so miserabel, das verstehen sowieso nur Amerikaner. Martine, John, please, be so kind. Henriette, du? Ah, du bist schon dort. Ja, das ist gut. Ich komme sofort, ja, so wie besprochen. Ja, gleich. Frau Rehaus, die Wehen haben eingesetzt. Hausgeburt. Du weißt, der Mann mit dem Tumor. Beeil dich. Ja, was ist? Seid ihr schon fertig? Ein Sonntagskind. Da drin. Hallo. Sind Sie es, Doktor? Er ist kräftig, der Junge, nicht wahr? Ich habe es geschafft. Das kleine Leben hat das Rennen gewonnen. Sie haben das Rennen gewonnen. Kann sein, dass man stärker ist, wenn man ein Ziel hat. Sehen kann ich ihn nicht mehr. Aber spüren. Vielleicht kann ich ihm noch erzählen, was wichtig ist für ihn auf dieser Welt. Er wird ja ohne Vater auskommen müssen. Hör auf, Anton, bitte. Ich weiß. Man erreicht das Ziel nie. Das Rennen fängt neu an. Werden Sie es alleine schaffen? Meine Mutter ist schon unterwegs. Gut. Dann noch viel Glück. Danke. Und? War es schlimm? Er wird bald sterben. Er weiß es. Du bist glücklich. Was für eine Welt. Er hält dieses junge Leben auf seinem Schoß und freut sich. Dorothy? Was ist? Ich möchte, dass wir heiraten. Bald. Ich meine es ernst. Lass uns irgendwo hinfahren. Einen kleinen Ort. Eine Kirche, ein Pfarrer, ein paar alte Mütterchen, die weinen. Ja, was hältst du davon? Ich bin wie verrückt danach. Ehrlich? Ehrlich. Doc, Dorothee, Doc! Oh nein. Doc, Dorothee, Doc! Soll ich euch was sagen? Echt spitzenmäßig, bärenstark. Sag's nicht. Ich ahne es. Nichts ahnst du. Du hast Schmetterlinge im Bauch. Du könntest die Welt umarmen. Die Luft brennt. Das ist gemein. Das stimmt alles, aber es ist trotzdem gemein. Aber das Wichtigste wisst ihr noch nicht. Pa, könntest du dir vorstellen, Opa zu werden? Moment mal, du bist erst ein paar Tage hier. Also willst du nicht Opa werden. Keine Angst, ist auch kein Grund vorhanden. Weißt du was, der Franz hat mir einen Antrag gemacht. So richtig altmodisch. Er hat was? Ich hätte fast geweint, es war so rührend. Hat er einen Antrag gemacht? Was gibt's denn da zu lachen? Habt ihr einen Hau? Er hat dir einen Antrag gemacht. Das ist vielleicht der wichtigste Moment in meinem Leben und ihr lacht euch kaputt. Heike, weißt du, ich habe hier auch gerade einen Antrag gemacht, vor 2 Minuten.